Hallo, süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker, mit der live aus Berlin. Und da ist die Margot Schlenske, hallo. Ja, da freue ich mich sehr, dass wir heute mal zusammen was machen, Margot. Ja. Wir sitzen in einem richtigen Taxi. Ein echtes Taxi, wir haben es heute mal krachen lassen. Oh, und ich muss halt wie immer im Taxi etwas schräg sitzen, weil ich sonst nicht reinpasse mit meinem Haut. Margot, erzähl doch mal, was machen wir denn heute? Ja, ich bin heute eingeladen worden vom regierenden Bürgermeister zum Hoffest im Roten Rathaus. Kai Wegner. Das ist der von der CDU? Genau. Ja. Und ich hatte eine Begleitung frei, meine Freunde haben alle keine Zeit und bevor du wieder irgendwelchen Unsinn machst wie doofe Videos, frage ich dich. Hast du gedacht, deine schlimmste Feinde nimmst du mal einfach mit? Richtig. Und das bin ich, da freue ich mich sehr. Schön, dass du mich mitnimmst. Tatsächlich sehr, weil ich bin sehr gespannt, wie viele Menschen oder wer da alles da sein wird. Das ist die High Society von Berlin, Okay. Und meinst du, also so viele Politikbetreibende, das ist eigentlich immer wahnsinnig trocken. Aus Berliner Wirtschaft, alle PartyveranstalterInnen sind dort. Also alles, was für PartyveranstalterInnen? Alle PartyveranstalterInnen. Gut, also wir sind heute im Roten Rat. Liebe Zusehende da draußen, wer noch nicht in Berlin war, das Rote Rathaus ist da, wo der regierende Bürgermeister seinen Amtssitz hat. Ja. Ist, glaube ich, gebaut worden in der Weimarer Republik. 1800 noch was, dachte ich eigentlich, ehrlich gesagt. Aber du wirst es besser wissen, lieber Margot. Ich bin sicher. Und da sind wir heute im Innenhof. Das heißt nämlich auch Hoffest. Ja, habe ich gehört. Toll. Und mal gucken, ich nehme euch mit und die Margot ist auch mit dabei. Verdammt, die werde ich nicht los. Das nervt langsam. Hallo. Ich habe nichts, hallo Marco, ich habe dich lieb. Ja, ich mich auch. Ja. Wir haben ja heute beide unsere Handtaschen ausgemessen im Vorfeld. Warum? Die dürfen nicht größer als ein Blatt Papier sein. Als DIN A4? Ja, ja. Genau. Und stimmt, ja, richtig. Ja. Weil alles, was größer ist, da passt eine Bombe rein. In eine kleine Handtasche passt ja keine Bombe rein, bekanntermaßen. Nee, ist ja klar. Kein Gift und kein gar nichts. Ich habe meine Rohrbomben heute zu Hause gelassen, Margot. Was machen wir da jetzt? Aber ich habe auch vorhin schon gesagt, wir reisen ja heute extra mit dem Auto an, nur für Kai Wegner. Ja, weil Kai Wegner ist ja für Autopolitik. Wir mehr Autos auf den Straßen haben, da helfen wir ihm natürlich gerne dabei. Ich habe extra einen Verbrenner bestellt und kein E-Auto. Das finde ich großartig, liebe Margot. Guck mal, da ist das Rote Rathaus. Ein riesiges Ding. Und ich glaube, dient er auch teilweise als Außenkulisse für Babylon Berlin, oder? Ach echt, ist das der Fall? Naja, die Rote, hast du es gesehen? Nein. Margot, warum hast du eigentlich alle relevanten Serien nicht gesehen? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich habe Bookings, ich arbeite. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt geht das wieder los. Wisst ihr was? Und das Lustige ist, Herr Margot und ich, wir arbeiten ja so viel miteinander. Wir sind wirklich schon wie ein altes Ehepaar. Ich glaube, irgendwann setzt man uns mal irgendwo hin und dann nein. Ja, nein? Nein? Okay. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Und ich habe heute das kann ich dir mal zeigen, ich habe heute mich Rachel Intervention, eine gute Kollegin und Freundin von mir, hat nämlich so Dinger geschenkt. Das sind hier so Seitenpolster-Dinger. Und die habe ich heute an, ich weiß nicht, wie es war, Padding. Ich habe Padding betrieben, weil nämlich das Kleid hat nämlich so Ausbeulungen für frauliche Hüften, die ich gar nicht besitze. Offen, hast ohne einfach keine Figur. Du hast keine Figur. Ich bin halt ein Baumstamm. Ja. Hast du gerade ein Bildschirmfoto gemacht? Ich weiß nicht, warum. Ja, wir steigen jetzt mal aus. Okay. Ich bin zwei mit der App, bitte. Ich steig schon mal aus, Margot. Mach mal, steig mal aus. Gott, kann ich jetzt? Nö, ich hab die Karte. Ach ja, gut, dann musst du doch mitkommen. Ach Gott, warte mal. So, der alte Mann steht auf. Wollen wir einfach mal, guck mal, das da wird wahrscheinlich sein, oder? Dahinter ist es. Wir müssen jetzt nur irgendwie reinkommen. Ja. Zuckerschnecken, die uns Ecke gleich. Super, also wir haben es wirklich. Wir sind zwei Zuckerschnecken, da freuen wir uns schon mal sehr. Bis gleich. Du kleine Zuckerschnecke, du. Na, ich denke mal, dass wir da lang müssen, Margot, oder? Dauert jetzt aber. Margot, du bist ja nicht so gut zu Fuß mit deiner gebrochenen Hüfte. Guck mal, Margot, siehst du mal, da sind wir nämlich jetzt gleich. Guck mal, jetzt kommt die Frau mit den Fotos. Ja. Ja, noch ein Foto, noch? Ja. So, wir wurden jetzt, glaube ich, schon 3-4 Mal fotografiert. Wir sitzen hier erst seit 5 Minuten. Ja. Also, Margot. Aber wir haben jedes Mal 5 Euro kassiert. Ich wollte gerade sagen, Hochrechnung läuft. Ja. Wir können uns dann eigentlich zur Ruhe setzen. Nach heute. Die Schwarzkasse ist voll. Die Schwarzkasse ist voll. Und damit kennen sich hier viele Menschen aus. Ja, oh, hast du schon gesehen, da hat sich jetzt eine richtige Schlange formiert vorne am Eingang. Ach Gott. Ja, und wir hatten gerade einen Fotografen hier, der hat uns gesagt, dass wir sehr schön sind. Ja, aber? Und das Event heute ist kein öffentliches Presseevent, hat er gesagt. Nee,
Man kann sich als Pressemensch nicht akkreditieren. Genau. Kommt man nicht rein. Und das fand er sehr doof. Und wir haben einen Spionageauftrag bekommen von diesem Herrn, dass wir herausfinden sollen, warum das so ist. Da musst du jetzt die Musik von Miss Marple drunter legen. Und Margot, hast du schon einen Mann gefunden, mit dem du heute flirten möchtest? Die beiden Polizisten von vorhin. Oh, die waren... Ja, geil. Uniform, ja, Anzug, nee, nicht so. Nee, irgendwie, nee, es gibt ja so Anzugfetisch auch, ja, ne? Aber meins. Ist überhaupt nicht ist meins. Nicht meins. Allein schon diese dünnen Anzugsöckchen, die man dazu, diese dünnen. Das geht, also. Also, ich finde ja Tennissocken schon schlimm, aber das ist wirklich nochmal das Nonplusultra. Ja, du magst Tennissocken, ich nicht. Was, ein Leben. Was für Socken magst du? Strumpfhosen? Nee, barfuß. Ach, bist du eine Fußfetischistin? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht? Nein, wirklich nicht. Mit was kann man dich denn dann ansonsten noch begeistern? Mit was zu essen auf jeden Fall. Da bin ich immer so. Ja, okay, verstehe. Da bin ich aber auch mit dabei. Ich habe Gummibärchen. Ich habe ein Gummibärchen-Fetisch. Das Deswegen stimmt. Mag ich ja dich so sehr. Oh, weil ich dein kleines Gummibärchen bin. Ja, du bist irgendwie so in die Länge süß, zu ziehen. Ja. Und ein bisschen süß. Und meine Moderation ziehen und sich auch gerne in die Länge. Ja, das auch. Ja, und geschmacklos. Inhaltslos. Ja. Gut, dann wir warten jetzt noch. Wir haben es jetzt 17.50 Uhr. Um 18 Uhr startet die Veranstaltung. Das sind Schuhe von Deichmann. Ja, ein Träumchen. Ein Träumchen in blauen Samt. Ja. Und jetzt wollen wir sexistisch die Beine hochfilmen. Ja, diese Knie sind von Vivantes. So, jetzt kommt... Guck mal hier. Und hallo. Der Fummel, der ist ja vom Zalando Outlet. Nee, ach so, erstmal die Titten. Okay, natürlich, gut, verstehe. Die Titten sind doch viel, ja, viel wichtiger. Ja. Wir kennen das doch, ja, so. Diese Kinne, es wurden gesponsert von Burger King, McDonald's, so Kentucky Fried Chicken, Curry 36 und alles, was man heute... Guck mal, so muss man es auch filmen. So, hallo. Ah, ja. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja. Aber hinter uns ist der Neptunbrunnen. Oh. Ja? Margot, ich kann mich eigentlich gar nicht dran entsinnen, wann ich das letzte Mal irgendwo angestanden habe, muss damals ich sagen. Damals für Bananen, 1988. Genau. Das ist ein Konzept, da muss ich mir erst wieder neu erarbeiten. Aber wir sind jetzt gleich da. Pass mal auf, da sind wir gerade reingekommen. Und hier, ich zeige euch mal einen Überblick. Das ist das Fest. Und lass uns doch mal gucken, was es jetzt hier so gibt. Oh ja, ach, guck mal da. Guck mal, aber wir drängen uns jetzt in den RBB rein. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Hier hinter wohnt die Frau vom RBB. Hier hinter, guck mal, hier ist die Frau vom RBB. Influencer. Also ich bin Influencer, ist schon lange vorbei. Was machst du hier heute? Ja, wenn ich das wüsste. Dich treffen. Habt ihr schon Cocktails gehabt? Nee. Es gibt Aperol Britz. Oh, das ist aber kreativ. Und manchmal unterschätzt. Kreativ, meine Liebe, ja. Und du machst heute Live-Schalt in die Abendschau, oder was? Ja, ja, okay, ja. Dann bist du wahrscheinlich mehr noch Zeit. Habt ihr noch Zeit? Habt ihr noch eine Stunde Zeit? Und dann geht's los. Viel Freude. Danke euch. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sind junge Anzugträger. Ja. Ach, das ist die FDP. Keine Ahnung. Doch, aber die sahen alle. Oh, jetzt habe ich einen Tropfen abbekommen. Du hättest gerne ein Würstchen. Ja. Gut, da gibt es Shampoochen, ist kein Würstchen. Guck mal, da sind diese kleinen Lachsschnittchen. Ja, das ist nicht meins. Ist nicht deins. Ja, Pralinchen nehme ich, danke schön. Oh, die sind ganz kühl, kommen die gerade aus der Kühlung. Toll. Dankeschön von der Berliner Volksbank aus. Die machen ja die beste Schokolade. Ja, da stehen FDP-Leute an diesem Wagen bei den Meisterköchen. Wollen wir da mal hingehen? Sind das FDP-Leute, weißt du? Das riecht hier gerade so streng. Ach so. Ja, okay. Muss es sein, ja. Drück mal. Ja, gerne. Was ist denn da? Was ist denn Loup de Mer? Das ist Fisch. Ja, auf jeden Fall. Das riecht sehr lecker. Und, ach Gott, da kommen sie gleich alle aus den Löchern gekrochen. Das können wir selbst machen. Ich auch eins. Esse ich das mit einem Besteck oder sauge ich das aus der Schale raus? Du schlürfst das mit der Zunge raus. Ich habe halt gar keine Ahnung. Wir müssen uns mal an so einen Stehtisch setzen. Oh, Mann. Vielen Dank. Danke, das ist sehr freundlich. Guten Tag. Aber sehr gerne. Lass mich kurz mal die Loup de Mer essen und dann kommen wir nochmal. Ein Stress hat man hier. Aber warte mal, guck mal, die Spachteln hier alle schon. Schau mal da. Margot, du magst keinen Fisch, ne? Nee, Fisch ist nicht so meins, nein. Ich mag aber gerne Currywurst. Ich esse gerne Currywurst. Lass es dir schmecken. Das ist ja ganz breiig. Ach so, ach, jetzt verstehe ich das erst. Das ist hier so, na so, sowas wie Couscous oder sowas. Und hier oben, das ist ein bisschen das Fisch.
Schmeckt es denn? Sag doch mal was. Mmh. 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 Berliner Meisterköche. Mmh. Wissen, das ist aber wirklich köstlich. Und es regnet jetzt von drin. So die süßen Mäuse von dem Fisch. Fisch. Berliner Meisterköche. Meisterköche, Mara, guck doch mal, die wollen ein Selfie haben. Guck doch da mal rein. Ja. Guck doch da mal rein. Guck mal, da arbeiten die. Ja, natürlich wollen wir reinkommen. Wollen wir nicht? Doch, wir wollen. Natürlich wollen wir reinkommen. Na, wenn der fragt, dann wollen wir auch reinkommen. Guck mal. Nee, guck mal, das passt aber. Soll ich reinkommen? Ach Gott, ihr seid ja alle viel kleiner, als ich gedacht habe. Ach so, wer macht jetzt wo das Foto? Also, wir müssen mal nach ein bisschen mehr Selfie machen. Ja, gerne. Wow. Danke schön. Warte mal, jetzt geht das so? Ja, es geht so. Hässlich, euer Fisch übrigens. Dankeschön. Auf Instagram heiße ich Jurassic Parker, wie Jurassic Park, den Film, den kennst du bestimmt. Stimmt. Und dann hinten jeweils mit dem A dran. Jurassic Parker. Und das ist Margot Schlönske. Ja, ich komm doch schon. Ach, kennst du Margot? Natürlich. Ach, du kennst uns beide. Ach so, ich habe da meine Tasche stehen gelassen. Gibst du mir die mal kurz durch? Die ist ganz wichtig. Danke. Das ist doch die Tasche. Das ist doch die Tasche mit den Rohrbomben. Das ist doch die Tasche. Margot, wir sollen doch die Rohrbomben nicht erwähnen so laut. Es regnet gerade sehr doll. Lass uns mal irgendwo unterstellen. Wir haben, ach guck mal, aber erstmal nehme ich noch bei dem netten jungen Mann, was ist das Schönes? Das ist auf jeden Fall das Hähnchen. Oh, danke schön. Ja, ich habe mir 3 bis 10 Schuhe. Oh, da ist was umgefallen. So, Margot, erstmal Florida. Florida ist sehr lecker. Florida Eis ist sehr lecker und wird in Berlin produziert. Ja, und Berlin wird mit echter Milch gemacht und nicht irgendwie Magermilchpulver-Scheiße. Wir lieben Florida Eis. Guck mal. So, von einer Schlange in die nächste Schlange, Margot, wo stehen wir jetzt an? Wir stehen jetzt bei der Currywurst an. Wir stehen bei der Currywurst an und man sieht, die längste Schlange ist bei der Currywurst. Wir Berlinerinnen, wir lieben unsere Currywurst, Margot. Ja. Ja. Die ganz vorne, die stehen noch vom letzten Jahr. Ich frag die jetzt mal. Darf ich mal kurz durch? Vielen Dank. So, ich frag die jetzt mal, wie lange die schon anstehen. Hallo! Ach, dich kenne ich. Das ist wunderbar. Dann frage ich dich doch gleich mal, wie lange stehst du schon an? Weil wir stehen da hinten an. Wie lange brauchen wir? Ich habe mich vorgedrängt, ich kannte jemanden. Oh. So, jetzt habe ich natürlich gleich wieder Connections geknüpft. Margot! Margot, wir können uns vordrängeln. Komm.